Heute habe ich wieder ein super leckeres All-in-One-Rezept für euch. Paprikaschoten mit einer leckeren Hackfleisch-Feta-Füllung, wobei heute auch der Varoma wieder zum Einsatz kommt. In einer fruchtigen, leicht scharfen Eiweißsoße. Jeden Sonntag zeige ich Rezepte aus unserer Facebook-Gruppe, Rezepte aus dem ehemaligen Jugoslawien und Nachbarländern und Rezepte von Freunden und aus der Familie, klassisch und manchmal auch modern umgesetzt. Paprikaschoten sind bei uns so etwas ja, wie ein Nationalgemüse. Also jeder, der etwas Garten, Land oder ein Gewächshaus hat, baut bei uns Paprikaschoten an und wir verwenden sie für Eiweiß oder grillen sie, rösten sie auf einem Furuna oder Punjenje Paprika, also gefüllte Paprikaschoten in verschiedenen Varianten sind auch sehr beliebt. Heute zeige ich euch, wie gesagt, eine modern angepasste Variante und das Rezept hatte ich aus der Rezeptwelt und unserem Geschmack etwas angepasst. Das Ultrablade-Messer wird aufgesteckt. Zwiebel, Knoblauch und ja, für etwas Schärfe auch noch eine kleine Chilischote kommen in den Mixtopf. Und wird bei Einstellung im Puls innerhalb von schnellen 10 Sekunden zerkleinert. Mit dem Spatel wird die Zwiebelmasse nach unten geschoben. Nun kommen alle weiteren Zutaten für die Füllung in den Mixtopf. Das wären in meinem Beispiel 3 Teelöffel Paniermehl, 1 Teelöffel Senf, 1 halber Teelöffel Paprika, 1 halber Teelöffel Salz, wobei ich gerne Bärlauchsalz verwende, 1 Viertel Teelöffel Pfeffer, 150 Gramm Schafskäse, ein Ei und 300 Gramm gehacktes vom Rind. Der Deckel wird aufgesetzt und verriegelt. Über die manuelle Einstellung Stufe 6 wird diese Füllungsmasse nun 2 Minuten ordentlich miteinander vermengt. Diese Zeit nutze ich, um die Paprikaschoten auszuhöhlen. Ich habe nun 6 kleine Paprikaschoten und diese werden nun mit der Feta-Hackfleischfüllung gefüllt. Ja, und es bleibt minimal etwas von der Füllung übrig. Daraus forme ich 6 kleine Bällchen und lege sie anschließend ebenfalls mit in den Varoma. Und der Topf kommt jetzt so ungereinigt gleich weiter zum Einsatz. Wir benötigen nun keinen Messeraufsatz. 500 ml Wasser werden angegossen und 1 Teelöffel Salz wird zugegeben. Hier im Garkörbchen habe ich nun geschälte, grob gewürfelte Kartoffeln.
Das Garkörbchen wird in den Mixtopf gestellt, der Deckel wird aufgesetzt und verriegelt und der integrierte Messbecher wird entfernt. Ja, somit ist der Stöpsel raus und die Paprikaschoten werden in den Varoma gelegt und der Varoma wird auf den Deckel aufgesetzt. Ja, wie gesagt, von der Hackfleischmasse blieb minimal etwas übrig. Daraus habe ich kleine Bällchen geformt und ebenfalls mit in den Varoma gelegt. Und hierfür wird das Dampfgarprogramm P1 genutzt und ich verlängere die Zeit auf 40 Minuten. Nach Ablauf der Garzeit wird der Varoma abgenommen. Die Paprikaschoten parke ich so lange im vorgeheizten Backofen, um sie warm zu halten. Wie man sieht, sind die Kartoffeln durch. Diese decke ich jetzt ebenfalls ab und stelle sie kurz warm und weiter geht's mit der Soße. Dafür wird der Misch- und Rühraufsatz aufgesteckt. Wasser wird angegossen. Und alle weiteren Zutaten für diese fruchtig, leicht scharfe Soße werden zugegeben. In meinem Beispiel waren das jetzt also 300 ml Wasser, 1 Teelöffel Butter, 1 Esslöffel Speisestärke, eine halbe Tube Tomatenmark, etwas Pfeffer, ein Dreiviertel Becher Frischkäse mit Kräutern, ja, und ein halbes Glas scharfes Eiweiß. Wem das scharfe Eiweiß zu scharf ist, der kann natürlich auch auf die milde Version oder auf eine Dose Pizzatomaten zurückgreifen. Der Deckel wird aufgesetzt und verriegelt. Bei Einstellungsstufe 5, 100 Grad, kocht diese fruchtig lecker scharfe Soße nun 8 Minuten. Ja, perfekt. Die Paprikaschote an sich hat noch angenehmen Biss. Die Fleischfeta-Füllung ist durch, die Kartoffeln natürlich auch. Und ja, die Soße ist zum Teller ablecken lecker. So, ihr Lieben, das war's für heute von und mit mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich Geheimnisse aus meiner Küche zeige. Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen und über einen Daumen hoch oder einen lieben Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und wenn du es nachgemacht hast, würde ich mich freuen, wenn du ein Bild auf meiner Facebook-Seite Jana Cook for You posten würdest. Vielen Dank. In meinem aktuellen Projekt setze ich Desserts und Backwaren aus der Balkanküche modern um, also beispielsweise Schape, Umasice, Baklava, Halva, Chupavci und vieles andere mehr. Und solltest du genauso ein Leckermäulchen sein wie wir, dann hoffe ich, ich habe dich neugierig gemacht. Liebe Grüße, bis ganz bald, eure Jana.